Hallo und moin moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute habe ich mir eine Dame eingeladen. Sie werden es nicht glauben, aber die hat ein unglaubliches Alter und ist so topfit. Und das werden Sie gleich selbst erleben. Ich stelle sie Ihnen nur vor. Alles andere werden wir im Gespräch Ihnen erzählen. Und ich freue mich, dass sie da ist. Frau Inge-Lene Rodewald. Das war jetzt ein bisschen schwer, ne? Ja, korrekt. Grüße Sie ganz, ganz herzlich. Es freut mich, dass ich hier bin. Und gerne. Jetzt? Ich habe so viel von Ihnen gelesen und habe gesagt, das ist auch ein Gast für mich. Aha. Das ist ja unwahrscheinlich. Okay. Was Sie erlebt haben nach 75 Jahren, ist ja nicht zu glauben. Das ist ja fast unfassbar. Wir kommen jetzt mal, jetzt kommen wir zu Ihrem Alter. Da werden die Leute alle sagen, na, wenn das mal stimmt, ich denke mal, meine Telefone werden sich heiß laufen. Sagen wir mal, Sie sind geboren am 26. März 1922. Da muss ich überlegen, Sie hätten ja bald den Ersten Weltkrieg mitgemacht. Ne? In Kiel geboren, ne? In Kiel geboren, der Weltkrieg war zu Ende. Ja, ich weiß. Aber ich habe die 20er Jahre erlebt. Ich bin in Kiel-Holtenau geboren. Ich bin keine Kielerin, ich bin Holtenauerin. Darauf bin ich mir ganz stolz. Bei mir gehört die Schleuse dazu und Holtenau war noch damals in den 20er Jahren ein richtiger fester kleiner Ort. Es gab alles in dem Ort. Ja. Also ich bin in Holtenau geboren und es war ein schöner Platz, um aufzuwachsen. Ja, und da haben Sie auch viel Spaß gehabt. Oh ja. Haben Sie am Wasser nicht gelebt? Am Wasser, das war nicht das Entscheidende. Natürlich sind wir jeden Tag im Sommer zum Baden gegangen. Ja. Aber mein Vater war Architekt und hatte ein großes Baugeschäft. Und der Zimmerplatz, das war ja ein Platz zum Spielen ohne Ende. Ja. Und ich weiß, dass mal der Polier meines Vaters rauskam und sagte, Meister, das geht nicht, dass Ihre kleine Tochter hier auf dem Zimmerplatz spielt. Das ist zu gefährlich. Da guckt mein Vater auf mich runter, ich war vielleicht 3 oder 4 Jahre, ich sah ihn an, gespannt, hat lange überlegt und hat gesagt, Finger weg von meiner Lütten, die bleibt, wie sie ist und kann spielen, wo sie ist. Wunderbar. Das war für mich eine Freiheit ohne Ende. Ich hüpfte wie im Glück davon und sprang gleich wieder über all welche Bretter und so. Mein Vater hat als erstes das Gutshaus in Stift gebaut. Oh. Da bin ich schon als Kind rumgelaufen. Mhm. Ich habe ein enges Verhältnis zu meinem Vater und viel von ihm gelernt. Das ist ja schön. Wunderbar. Frau Rodewald, Sie gingen dann natürlich die normalen Schulabläufe durch und machten dann Ihr Abi. Wo machten Sie denn Ihr Abi? In der Käthe-Kollwitz-Schule. Die hieß aber früher Hindenburg-Schule. Ja. Ist am Schützenpark. Schützenwald da unten. Mhm. Und das Gebäude steht heute noch. Ja. Also ich habe vor 80 Jahren Abitur gemacht. Vor 80 Jahren? Ja. Mein lieber Mann, ja. Eben. Das ist auch. Man muss nur durchhalten und lange leben, dann erlebt man alles. Ja, da haben Sie natürlich recht. Und dann machten Sie aber eine Ausbildung erstmal. Danach fing ich an und ging nach Hamburg auf die Pädagogische Hochschule für Lehrerbildung. Mhm. Und da habe ich dann 2 Jahre später, am 16. März 1942, mein erstes Lehrerexamen gemacht. Ich hatte Wahlfächer Sport nochmal, Schwimmexamen. Und Deutsch und Geschichte. Es war wie eine verlängerte Schulzeit. Es war eine wunderbare Zeit. Es gab noch keine Bomben in Hamburg. Es war friedlich noch. Ja. Es war eine schöne Ausbildung. Würde ich gerne wieder machen. Ja, glaube ich, gerne. Nach der Ausbildung, wo gingen Sie dann hin? Ja, ich war ja nur langsam 20 und hatte einen Boyfriend, der war an der Atlantikküste bei der FLAG, so wie Helmut Schmidt. Sah noch besser aus als Helmut Schmidt. Ja. Und der sagte, du kannst jetzt mal in meine Nähe kommen. Wir sehen uns so selten, nur einmal im Jahr. Und dann hat er in Den Haag an der Schule den Schulleiter besucht und hat gesagt, fordern Sie mal meine Braut oder Freundin auf. Und der schrieb an die Hochschule und sagte, dass er mich gern anstellen würde an der deutschen Schule in Den Haag. Na, dann bin ich nach Hause gefahren und das war schon angekommen. Packt meinen Koffer für Den Haag. Lauter schöne Sachen. Klar. Ja. Freut man sich so. Und dann bekomme ich eine Woche später einen Brief, da kommt mein Vater auf die Diele und sagt, hier ist ein Brief, für den ich mir da einberufe, nach Den Haag. Und ich öffne ihn, da steht drin, ich konnte es nicht glauben. Hiermit wird in die Schulstelle in Salla-Seven, Posenland übertragen, Dienstbeginn 1. April. Ich habe den Brief weggeschmissen, habe geheult, 2 Tage. Und dann habe ich meinen Koffer wieder ausgepackt und alte Trainingshosen und warme Sachen mitgenommen. Es ist im Sommer heißes Klima, im Winter sehr kalt. Also
Und da, mein Vater sagte, daran kannst du nichts ändern. Ein Dienstbefehl, ja, der musste am 1. April da sein. Ja. Und da bin ich dann hingefahren. Ja, und was dann passierte, Frau Rodewald, diese unglaubliche Geschichte, die erzählen Sie uns jetzt mal bitte. Ja, erstmal musste ich mich anmelden in Polen bei dem Regierungspräsidenten. Der war sehr freundlich, der hieß von Bötticher. Oh. Und den Namen kennen wir ja in Schleswig-Holstein. Den kennen wir allerdings. Den kennen wir. Ja. Und der war sehr vornehm und sehr fein und sagt, wann immer Sie Hilfe brauchen, kommen Sie zu mir, ich helfe, ich war freundlich. Da musste ich beim Schulrat melden. Und der sah mich, das war ein alter Herr, rötliche Haare, dann Schnurrbart, hat sowas noch nie gesehen. Der sah mich, dreht sich um und sagt, Sie kann ich nicht gebrauchen. Ich sag, dann schicken Sie mich doch zurück, ich habe mich ja nicht beworben um Ihre Alte. Da war er ganz düster, sagt, Sie müssen bleiben. Aha. Na, und dann hat er mir gesagt, dass nicht nur ein Dorf auf mich wartet, sondern zwei Dörfer. Da sind viele neue Umsiedler gekommen und die brauchen jetzt eine Lehrkraft. Und ich brauche erfahrene, alte Lehrkräfte, aber keine Kinder. Mhm. Tja, sag ich, dann müssen mich zurückschicken. Ich kann es nicht ändern. Ich habe mich nicht beworben. Das geht nicht, sagte er, Sie müssten arbeiten. Und dann hat er was gesagt, was ich ihm sehr übel nahm. Da sagte er, ich hatte mich natürlich sehr schick an, so rote Handschuhe, schickes Kostüm. Ich hatte ja immer Spaß am guten Zeug. Mein Vater hatte ja auch Geld genug und kaufte mir, was ich mir wünschte. Und dann sah er mich an und sagte, eins muss ich Ihnen sagen, das sittliche Verhalten meiner Lehrkräfte im Lande hat vorbildlich zu sein. Ich sage, jung sein hat noch nicht was mit unsittlich zu tun. Ja. Also das geht echt zu weit. Da war ich sauer. Aber er hat mich nachher immer alle 4 Wochen kontrolliert und immer die Bauern gefragt, was macht die Lehrerin am Wochenende. Das war damals so. Furchtbar, ja, fand ich auch unglaublich. Na ja, und dann musste ich anfangen. Dann kam ich in mein Dorf. Und das ist natürlich erstens fast das erste Mal, dass ich praktisch arbeiten musste. Das war neu für mich. Und dann kommen sie in ein Dorf, wo es kein Wasser gibt. Das ist nur ein Brunnen. Und der war nicht abgedeckt. Es gibt kein Licht. Da musste ich mich erst sehr dran gewöhnen. Und es gab keinen Laden, wo sie was kaufen können. Es war ein reines Dorf, Straßendorf. Und da gehörte noch ein zweites Dorf zu, es hieß Buckelfelde. Und ich weiß nicht, ich war zuerst so ein bisschen verzweifelt, weil ich habe das nicht gelernt, verstehen Sie? Das Wasser war morgens, wenn ich das aus dem Boden holte, waren Käfer drauf und so. Ich habe es immer abgekocht und Tee gekocht, und damit ich nicht wesentlich krank werde. Aber das Schlimme war auch die Dunkelheit. Es war ein altes Gebäude, was seit 39 leer stand. Es war ein altes Gutshaus, was die provisorisch jetzt für die Schule eingerichtet hat. Ja. Es war nie eine Schule. Das hatten erst nur einen Raum eingerichtet und das andere war offen. Als ich die Tür aufmachte zur Küche, war da Unrat, bis ich kriegte die Tür gar nicht auf. Es waren 5, 6 Räume voll mit Mäusen und Dreck. Und dann, wenn sie abends nach Hause kamen im Dunkeln, wissen sie gar nicht, die Tür, wo ich reingehe, die hatte nur eine Seite, die andere Seite hatte keine Achsen in der Mauer, die blieb immer offen. Ja. Und wenn sie reingehen in so ein Haus, was 5, 6 Zimmer hat, da hatte ich Angst. Denn es kann ja jemand im Haus sein, ich weiß es ja gar nicht. Und dann musste ich erst die Treppen raufgehen. Ich hatte mir ein Zimmer genommen und abgeschlossen. Und dann muss ich erst da reingehen und dann muss ich erst eine Petroleumlampe anmachen, ehe ich das an. Und dann war ich entspannt. Wenn ich Licht hatte, fühlte ich mich wieder wohl. Ja. Also das Äußere war schon eine große Umstellung für mich. Aber das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende waren jetzt die Kinder. Ich hatte 25, erst hatte ich 30, die kamen erst weg, 25 Kinder. Und das war eine einklassige Schule. Es war ein Schulraum. Da sitzen die Kleinen vom 1. Schuljahr, die vom 3., 4. Schuljahr und dann meine Oberstufe. Und für jede Stufe muss ich gleichzeitig eigentlich etwas unterrichten. Das machen sie mal, das ist wie ein Künstler. Zack, zack, da, dann, dann, da, dann, dann, da. Dann geht das wieder rum. Aber das lernt man und man ist wirklich engagiert. Und die Kinder sind dann auch, das ist das Sozialste, was man sich überhaupt wünschen kann, wir Kinder. Sie helfen sich untereinander. Das sind auch Geschwister. Helga hat einen kleinen Bruder, der hieß Gustav, Guschi. Und wenn er aufgerufen wurde, zuckte sie, ob er gut war, und dann lächelte sie wie eine Mutter. Es war rührend. Sie haben untereinander sich so geholfen, sie glauben das nicht. Ich habe also diese Klasse 3 Jahre geleitet, geführt,
und habe wirklich versucht, dass sie das lernen, was gut und böse ist, dass sie toleranter werden. Ich habe sie gefördert. Ich war wirklich jeden Tag angespannt, um ihnen das Beste zu geben, denn wenn sie von mir entlassen wurden, kam keine weiterführende Schule. Oh. Ich war verantwortlich für sie. Ja. Und das hat mich geprägt. Und diese Zeit, diese 4, 3 Jahre, die waren, für mich war das eigentlich eine glückliche Zeit, weil es kam so viel zurück. Die Kinder helfen auch mir. Ja. Verstehen Sie? Wenn ich Husten hatte, kam einer mit der Tür und sagte, meine Oma sagt, das müssen Sie sich aufbrühen, da geht der Husten weg. Oder so. Sie waren lieb. Verstehen Sie? Es kommt auch zurück, was Sie geben. Und die Bauern, die haben mir geholfen, wenn der Schulrat kam, um mich zu überprüfen, ob mein sittliches Verhalten noch korrekt war. Der Idiot. Dann haben sie ihm Kaffee gegeben, der Bauer stellte einen Knecht in die Schule, und wenn er kam, dann saßen wir wie die Engel. Ich auf dem Pult, wo ich nie saß, Landkarten aufgehängt, sagte, Donnerwetter, ist ja alles in Ordnung. Ja, sag ich, bei uns ist alles in Ordnung. Es war fabelhaft. Sehr schön. Es war eine schöne Zeit. Glaube ich gerne. Aber dann wurden sie auch vom Krieg überrascht, nicht? Ja, dann, wissen Sie, na klar, dann waren da Probleme. Ich hatte ja keinen Rundfunk, ich hatte ja keine Zeitung. Ich hatte ja eigentlich keine Informationen. Aber die Informationen kriegen Sie auch von alleine, ja, durch die Bevölkerung, verstehen Sie? Die werden plötzlich, sehen Sie mehr, es entwickelt sich alles anders in dem Land. Und die Wochenschau zeigt, wenn ich mal einmal in der Woche ging, ich gerne nach Posen ins Kino. Und dann sah ich ein paar Wochenschauen. Und da hieß es, die russischen Truppen, 44, sind schon an der Weichsel. Und da kriegte ich echt einen Bammel. Ich meine, noch eins muss ich hinzutun. Ich wurde natürlich gefragt, ob ich in der Partei bin, ob ich ein guter Nazi bin. Habe ich gesagt, nein, ich bin nicht in der Partei. Ob ich außerhalb was für die Nazis tue, was es alles gibt, habe ich gesagt, nein, Schule ist genug. Nicht? Ja. Habe ich auch genug Arbeit mit. Das haben die alles toleriert. Und mein Vorteil war, dass mein Vater mir schon ganz früh, vielleicht 34, 35, gesagt hat, also vor den Nazis ziehe ich nicht meinen Hut, sagt er. Leute, die nichts gelernt haben, vor denen ziehe ich meinen Hut nicht. Und dieser Ortskreisleiter aus Kiel, Herr Werk hieß, der kam oft zu meinem Vater und sagt, Herr Eben, Sie sind der letzte Architekt in Kiel, der noch nicht in der Partei ist. Sie müssen jetzt in die Partei kommen. Da sagte mein Vater ganz ruhig, muss ich? Ja. Nein, es ist eine Ehre. Und sie kriegen auch mehr Aufträge. Dann ist ja gut, sagt mein Vater und ließ ihn gehen. Er hat nie die Fahne hochgezogen. Und wenn der Mann wegging, sagt er leise zu mir, ich bin noch Architekt, wenn es den Mann nicht mehr gibt. Also von daher war ich etwas gewappnet, verstehen Sie? Ich glaubte nicht, dass das so weiterging. Wenn er sagt, das geht mal vorbei, da war ich schon ein bisschen ängstlich. Sie haben aber dann dort geheiratet, nicht? Ja, aber das war auch aus der Zeit geboren, nicht freiwillig. Na gut, okay. Aber es ist auf jeden Fall passiert. Ja. Aber Sie haben aber dadurch einen großen Futter gehabt. Ja. Denn 1944, habe ich gelesen, da passierte irgendwas durch einen unglaublich prägnanten Satz. Können Sie mal darüber was erzählen? Ich hatte natürlich Freunde. Und einer, Georg Wilhelm Rodewald aus Kiel, kommt von der Front im 1. September 1944 und besucht mich. War ja nichts Neues. Aber er kommt zurück und sagt zu mir, nichts und niemand hält noch die russischen Truppen auf, die schon an der Weichsel stehen. Ja. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Da habe ich noch gelacht und sage, das schaffst du nie. Es kommt dir keine Lehren weg. Wenn ich sage, ich komme weg, dann ich glaub nicht an den Führer. Also das darf ich nicht mal sagen. Doch, sagt er, ob du willst zunächst, ich nehme dich mit. Und es gibt ein Gesetz, die Nazis hatten ein paar Gesetze, wenn ein Ehepaar heiratet, darf die Frau an den Wohnort des Mannes. Aha. Und da Georg Wilhelm Rodewald in der Kiel-Holtenauer Straße geboren ist, wenn wir jetzt heiraten, sagte er, kann ich dich mitnehmen. Ich habe gesagt, das geht aber nicht, weil ich noch meine zweite Prüfung machen will. Und die will ich unbedingt machen, dafür habe ich schon 2 Arbeiten fertig und die ist am 28. September. Ich bleib noch hier. Nein, sagte er, du bleibst keinen Tag hier. Ich bin gekommen und wir fahren jetzt weg. Und da ist er zu diesem Amt Regierungspräsidenten gegangen, den Herrn von Bötticher. Und ich habe noch gesagt, schade um den Tag, sage ich, Liebling. Wir können lieber in einen Café gehen. Der sagt, nein, das geht nicht. Das gibt ja auch keinen Ersatz oder sowas.
Und dann bin ich draußen geblieben, ich bin nicht mitgegangen. Ich sagte, das ist schade um die Zeit. Und er geht rein und kommt nach einer halben Stunde zurück mit der Versetzung in der Hand und sagt, ich darf dich mitnehmen. Ach was. Unglaubliche Geschichte. Ja. Ich habe das auch nicht verstanden. Eigentlich hätte der Regierungspräsident sagen müssen, zeigen Sie mir erstmal, dass Sie geheiratet haben. Aber ich glaube, ihm hat das Spaß gemacht. Mein Mann hat ihn vielleicht auch überredet. Er sah ja auch gut aus. Ja. Auf die Weise fuhr ich dann schon am 17. September zurück nach Kiel, nach Holtenau natürlich. Ja. Und dann habe ich 3 Tage später geheiratet. Am 20. September war ich verheiratet. Und am 28. hätte ich in Polen meine zweite Prüfung machen sollen. Na gut. Dann sagt er, machst du sie später, das ist kein Grund. Ja, ja. Du kommst mit. Ja. Und so hat er mir das Leben gerettet. Na gut, dann war eine Dankbarkeitshochzeit. Das gehört zu einer Ehe eigentlich nicht dazu. Nee. Wir haben uns geliebt bis zum Schluss. Ja, ja. Verstehen Sie, das ist was anderes. Da war nicht Spaß. Das gehört nicht da rein. Sie lebten dann aber auch in Hamburg, ne? Ja, dann hat mein Mann im Februar 1939 sein Abitur gemacht in Kiel an der Gelehrtenschule, hat Latein und Griechisch, steht im Abitur, sagt, ich will Arzt werden, er wollte Medizin studieren, wird eingezogen und wird dann 5 Jahre in den Krieg geschickt. Ah. Auf der Heiratsurkunde steht die Lehrerin Ingelene Evens heiratet den Schüler Georg Rodewald. Ja. Er war ja nur Schüler ja, von Beruf. Ja, ja. Aber er hat angefangen, dann Medizin zu studieren. Und dann sind wir nach Hamburg gezogen. Ja. Da gab es irgendwann mal einen Wahlspruch Ihres Gatten. Der dann aber das kam ja ganz zum Schluss, Junge. Ja, gut, okay. Aber der war ganz entscheidend für Ihr weiteres Leben. Nein, ne? Ja, erstmal haben wir in Hamburg gelebt. Mein Mann hat angefangen, Medizin zu studieren. Und jetzt war das gut, dass ich meine zweite Prüfung habe. Die habe ich nämlich noch nachgeholt, noch in der kurzen Zeit in 45. Da wurde ich versetzt an die Schule da Einfeld. Da habe ich darauf bestanden, dort die zweite Prüfung nachzumachen. Die habe ich noch im April gemacht, als Hitler verstarb. Da habe ich sie gezwungen, mir die Prüfung abzunehmen. Die habe ich noch mit gut bestanden. Aber ohne zweite Prüfung hätte ich nicht wieder angestellt werden können. Ach so, ja. Das war wichtig. Mein Mann verdient ja kein Geld, das muss ich jetzt machen, 15 Jahre. Ja. Und dann habe ich 35 Jahre haben wir in Hamburg gelebt. Und er hat zum ersten Mal die Herzchirurgie gegründet und wurde der erste Herzchirurg mit einem eigenen Lehrstuhl, eigener Abteilung und hat seine Träume in der Medizin verwirklicht. In Hamburg war das? Ja, in Hamburg. Er war der Erste. Es war in Göttingen ein Herzchirurg schon und der Erste in Hamburg. Mein Mann hat in Hamburg die Herzchirurgie begründet. Er ist ein berühmter Mann geworden. Ja. Mit meiner Hilfe. Ich habe ja Geld verdient. Ja, ja. Da konnte stolz drauf sein. Mit kleinen Kindern, die musste ich erst morgen in den Kindergarten bringen und dann in die Schule. Und da habe ich noch lange gearbeitet. In Langhorn und in Fuhlsbüttel. Ich habe viele Jahre noch in der Schule gearbeitet. Aber jetzt kommen wir zu dem Spruch. Na gut. Also mein Mann merkt schon so mit, also so 5 Jahre vor seiner Emeritierung, sagt er, Heidi, pass auf, dass ich nicht länger arbeiten muss. Mir reicht das. Das ist jetzt alles Routine. Herzchirurgien sind für mich wie Blinddarmoperationen. Jetzt einmal im Leben möchte ich noch Land und Leute wechseln. Schön. Und nicht für Geld noch länger arbeiten. Pass aufs Geld auf. Ich wurde ganz bescheiden. Weihnachten gab es nur noch Geschenke, was selbst gemacht ist, nichts kostet. Ja. Man kann sparen, wenn man ein Ziel hat. Und dann haben wir angefangen zu reisen und zu gucken, wo wir denn bleiben können. Und da sind wir einmal im Sommer nach Kanada gefahren und haben Kanada von Montreal besucht und fanden das schön. Und dann sind wir in Kanada gelandet. Ja, aber haben Sie dann kein bestimmtes Ziel? Einfach Kanada, Montreal und dann einfach gucken wir mal, was dann passiert, oder? Wie in Kanada hatte ich schon einen Freund, der war Bundesrichter, Budenski. Und der hat mir mal gesagt, Heidi, was macht ihr im Sommer? Und ich sage, wir segeln immer. Ja. Nein, sagt er. Segeln ist gut, aber nur 14 Tage. Und 14 Tage fährst du mal nach Kanada. Ihr müsst auch mal was anderes sehen. Ja. Ich sage, was sollen wir denn in Kanada? Bist du verrückt? Abends kommt mein Mann nach Hause, sage ich, wir müssen nach Kanada, 14 Tage. Ja. Sagt er, ich doch nicht. Ich sage, doch, du auch. Und dann sind wir mal 14 Tage hingefahren, da haben wir begriffen, was er meinte. Das Land ist wirklich wunderschön. Ja. Wunderschön. Und da hat mein Mann sich ein Sabbatteljahr geben lassen. Er kann ein halbes Jahr raus aus der Klinik und hat in Toronto mit dem Professor Bigelow,
der sollte eigentlich einen Nobelpreis kriegen, weil er die Unterführung, der Herzchirurg von Kanada, ja. Da hat er mit dem zusammen ein halbes Jahr gearbeitet. Und wir haben dort gelebt und gewohnt in Toronto. Ja. Und ich habe mich ein bisschen umgeguckt. Denn wenn mein Mann am Montag in die Klinik, hatte ich die ganze Woche Zeit. Ja, was haben Sie gemacht in der Zeit? Ich habe da immer Freunde. Von Toronto oder wo? Von Toronto hatte ich einen Freund, der war gerade aus München da. Und der hatte ein Auto und dann sind wir rumgefahren und da hat er sich ein Haus gekauft in Pembroke am Lake Ontario. Ja? Wunderhübsch. Und da habe ich gedacht, Donnerwetter und so. Bin ich mit ihm rumgefahren und dann hat er mir noch ein, beim Rumfahren habe ich mal ein Haus gesehen, das war dann for sale. Ganz neu auf dem Markt, von einem Apotheker. Wunderschönes Haus. Auch noch so mit alt gebaut und mit Garten und so. Wirklich schön. Dachte ich, Donnerwetter. Und dann habe ich den Zettel genommen und den Makler rein in den Briefkasten gesagt, ich wäre in dem Haus interessiert, aber nur bis heute Abend um 7, dann müsste ich gleich wieder wegfahren. Und da schrieb er zurück, kam er sofort und sagt, und dann haben wir einen Deal gemacht. Und dann rief ich abends meinen Mann an in Toronto und sagte, Liebling, ich mach's dir gar nicht sagen, habe ich im Haus gekauft. Er sagte, aber hoffentlich kein altes, bitte. Nee. Ich sagte, doch, von 1920. Oh Gott, sagte er. Aber von dann hatte ich was zu tun. Ich bin ja Architektentochter. Ich bin jedes Wochenende hingefahren und habe das Haus umgebaut, das von eine Einliegerwohnung war für meinen Mann und mich, weil er ja noch arbeiten musste, mit eigenem Eingang. Und oben waren zwei Zimmer, da habe ich alle Türen rausgenommen, Badezimmer, Licht und Sonne reingelassen. Und den anderen Teil des Hauses habe ich vermietet. Und immer, wenn ich mal nach Kanada fuhr, konnten wir dort schon in dem Haus wohnen. Aha. Und das war in Pembroke, das war am, am Ottawa River. Wunderbar, wirklich schön. Und da haben wir nachher angefangen. Da wussten wir schon, wo wir bleiben. Ja. Also, was mein Mann sagt, wenn ich aufhöre, müssen wir was Neues machen. Sonst bleibe ich hier in dem Ganzen hängen und das will ich nicht. Er starb aber dann sehr früh. Ja, er ist 6 Jahre. Und Sie sind aber dann auch noch da geblieben, ne? Er stieb, ja, 6 Jahre später ist er gestorben, aber er hat noch eine schöne Zeit gehabt. Er hat noch gesegelt, hat ein Boot wieder gehabt, hat Freunde gehabt. Es war einfach für ihn noch ein, das, was er sich gewünscht hat. Als er starb, da bin ich fast wahnsinnig geworden, aber damit muss man durch oder umkommen, das weiß man nicht. Jedenfalls habe ich das geschafft mit Hilfe meines Sohnes, der war, hat ein, lebte in Ottawa und hatte seine Ausbildung in Boston und hat mir ein bisschen geholfen mit seinen Kindern. Und so bin ich da noch geblieben bis 2004. Aha. Und dann sind Sie gerne zurück oder wären Sie lieber noch da geblieben? Na, wissen Sie, natürlich wäre ich gerne da geblieben, wenn ich jünger gewesen wäre. Aber ich war jetzt 80. Wissen Sie, und dann habe ich in Deutschland einen Sohn, der arbeitet, eine Tochter, die Ärztin ist, eine Apothekerin von meiner Tochter, die hat eine Apotheke. So, ich fand, ich musste mal wieder zurück. Aber das in Kanada hat noch einen anderen Sinn gehabt, dass ich da geblieben bin. Ich habe meine ganzen Enkelkinder, ich habe 9 Enkelkinder, die sind immer im Sommer gekommen. Und ich bin Lehrerin, verstehen Sie, die waren alle schon so 10, 14, die waren bei mir 6 Wochen und haben eine traumhafte Zeit gehabt. Sie haben schon gelernt, Sprachen gelernt. Ja. Sie haben jeden Tag nach dem Mittagessen haben sie ein bisschen gearbeitet. Ich habe sie vorbereitet für ihre nächste Schule. Ich habe ihnen geholfen, dass sie leichter durch die Schulen kamen. Und 2 Enkeltöchter habe ich ein Jahr in eine Schule geschickt in Kanada. Denn in Kanada gibt es etwas, was ich bewundert habe. Die Kinder sind das Wichtigste und das Wertvollste. Ja. Und diese Schulen sind so ausgerichtet, dass keiner Sorgen hat um seine. Die werden von Bussen um 7:30 abgeholt. Auch meine waren immer nicht richtig fertig. Die rannten immer zum Bus, meine beiden Mädchen. Und die werden in jedem Ort in Kanada, es gibt kein Kind, das sich entschuldigen muss, zu viel Schnee oder schlechtes Wetter. Es wird abgeholt um 7:30 und wird um 4:30 zurückgebracht. Es muss nicht erst nach Hause gehen. Es wird, und diese Busse haben eine solche Bedeutung für den Verkehr, wenn er in der Straße steht. Kein Auto überholt einen Bus, das könnte ja ein Kind vorbeikommen. Ja. Also die Kinder haben eine Bedeutung für das Land, das ist unglaublich. Und sie haben ja recht, die Kinder sind das Wertvollste. Und das kommt noch hinzu, dass die Eltern ihre Arbeit aufgeben, weil sie wissen, jetzt um 5, 6 ist das Kind, die essen gemeinsam. Der Vater verlässt seinen Job, wo er arbeitet, und geht wieder hin. Aber sie sind einmal zusammen
Und sie können ganz beruhigt morgens aus dem Haus gehen. Es wird nicht früher nach Hause geschickt. Passiert ja manchmal. Kinder sind, der Lehrer ist krank, kommen die Kinder früher nach Hause. Nee. Es ist unglaublich so sozial. Also das System in Kanada, kann ich sagen, hat mich fasziniert. Das glaube ich mir, das ist ja vorbildlich. Vorbildlich. Dann sind Sie nach Deutschland gekommen und jetzt verspürten Sie plötzlich die Lust zum Schreiben. Wie ergab sich das? Also geschrieben habe ich eigentlich schon früher. Wissen Sie, als mein Mann diese ganze Zeit in Hamburg gearbeitet, der war ja morgens um 7 schon weg, kam abends um nachts um 12 Uhr nach Hause und so. Die haben ja wirklich viel gearbeitet, die Herren damals. Und in der Zeit habe ich angefangen, zum ersten Mal ein Manuskript über meine Zeit in Polen aufzuschreiben. Ja. Das Manuskript habe ich vielleicht 1978 schon fertig gehabt. Und da ich Freunde hatte, ich hatte zum Beispiel Lovis Lorenz, das war der erste Herausgeber der Zeit, der Vorgänger von Bucerius. Hm. Mit dem war ich jeden Donnerstag zusammen, ja. Er schrieb ja Övelgönner Geschichten. Dem habe ich, der das korrigiert, durchgesehen. Und dann habe ich es einem Freund gegeben, der hieß Ewart Fechtner, der hat Filme gemacht. Und zwar, wie hieß das noch, Majdanek hat er gemacht und er hat viele Filme gemacht, er war berühmt damals. Ja. Wie hieß denn, hat er noch mehr Filme gemacht. Die waren eigentlich sehr berühmt damals. Und der rief mich an und hat das Manuskript gelesen und sagt, Frau Rodewald, ich mache einen Film daraus. Ja. Oh, sag ich, ist ja toll. Fand ich wirklich gut. Und er sagte, aber Vorsicht, sagt er, wenn Sie mit mir arbeiten, das ist harte Arbeit. Ja. Sie müssen wirklich arbeiten. Da schluckte ich schon ein bisschen. Und dann sagt er, Sie müssen das ganze Manuskript umschreiben. Das ist jetzt in der Ich-Form geschrieben. Ja. Und das muss raus. Sie müssen es neu schreiben. Und damals gab es noch keinen Computer. Ich hatte das alles mit der Schreibmaschine geschrieben. Habe ich gedacht, das schaffe ich nicht. Da habe ich gesagt, geben Sie mir eine Woche Zeit. Ich habe mit niemandem drüber gesprochen, auch nicht mit meinem Mann. Und da habe ich mir überlegt, was gewinne ich? Wenn ich jetzt mit ihm diesen Film mache, ist es sicher ein großer Erfolg. Tadellöser und Wolf hat er gemacht. Diese ganzen Sachen waren wirklich spannend. Ja. Gute Zeitdokumente. Und dann werde ich vielleicht berühmt. Aber was ist mit meinem Mann, der mich jeden Tag braucht, der ich schon anrufe, wenn er nach Hause kommt? Das funktioniert nicht mehr. Ich muss mit ihm anarbeiten. Ja. Was ist mit meinen Kindern? Die sind noch in der Ausbildung. Enkelkinder kann ich auch vergessen. Was ist das eine und was ist das andere? Ich will Ihnen sagen, die Entscheidung tut mir heute noch ein bisschen weh. Ich habe es abgesagt. Ich habe mich für meinen Mann entschieden. Ja. Aber es ist mir schwer geworden. Glaube ich Ihnen gerne. Das ist eigentlich eine harte Sache. Ja, ja. Aber gut, ich habe es gemacht. Und ich habe ja auch was gewonnen. Ich habe die Liebe meines Mannes nicht verloren bis zum letzten Tag. Ist ja auch schön, passiert. Schön, ne? Und die hätte ich verloren. Er hätte gesagt, das geht mit mir überhaupt nicht, sagt er. Da war er ganz cool. Ja. Weiß ich nicht. Gab es eigentlich mal, Sie sind jetzt 97 Jahre alt, das ist ja unfassbar. Gab es auch mal Zeiten, die nicht ganz so lebenswert waren? Die was? Nicht so lebenswert. Wo Sie mal gesagt haben, ach Mensch, das war eigentlich eine ganz, ganz schlechte Zeit in diesen vielen, vielen Jahren. Eine schlechte Zeit habe ich eigentlich gar nicht gehabt. Mein Vater hat für mich gesorgt und ich war immer, wie man sagt, eigentlich voll integriert. Ich habe keinen Leerlauf gehabt in meiner Zeit. Denken Sie ab und zu mal an Kanada zurück? Oh ja. Ja. Den Kontakt habe ich jeden Tag, weil wir ja E-Mail haben. Ja. Ich habe die Nachbarn noch, die mir schreiben, jetzt vor 2 Tagen. Und der sagt, wenn er was Besonderes hat, sie schreiben mir immer. Und ich schreibe ihnen auch. Das bleibt auch. Ich bin auch später wieder 2-3 Mal hingefahren und habe sie besucht und so. Das ist immer noch, der Kontakt bleibt immer. Ja, das glaube ich gerne. Kommen wir noch mal zu Ihrem Buch jetzt. Was da nun geschehen ist. Können Sie da mal mit einigen Sätzen uns erzählen? Also, das Buch ist eigentlich nur eine Beschreibung meiner Zeit, was ich gearbeitet habe in Polen. Ja. Und ich habe das Buch eigentlich schon sehr viel früher. Ich habe das immer fertig gehabt und dann habe ich das mal noch wieder weggelegt und fand auch keinen Verleger, wissen Sie. Es ist schwer, wenn man nicht auf dem Markt bekannt ist. Und dann habe ich jetzt mal an den Wachholz Verlag. Wachholz. Ah, Wachholz ist doch jetzt auch in Kiel. Aber das war noch Gabi Wachholz. Und die hat sich das angeguckt.
Und dann hat sie gesagt, ich mache ein Buch daraus, Frau Wachholz, das war Gabi. Ja. Und dann habe ich, habe ich das mit ihr zusammen gemacht. Das hat eine ganze Zeit gedauert. Aber dann war das so, dass sie eigentlich schon Pläne hatte für das Buch und machte das auch sehr gut. Mhm. Und hat sie eine erste Auflage herausgegeben, ich glaube 2006. Und dann war ich auch schon wieder hier in Hamburg. Ich konnte nach Neumünster hinfahren. Und das war eigentlich eine sehr positive Zeit mit ihr. Und sie hat das dann veröffentlicht und rausgegeben. Und das Buch war nachher ganz schnell verkauft. Und dann fing es an, dass Leute mich anriefen, ob ich noch ein Buch hätte. Und dann dachte ich, nein, ich habe kein Buch mehr. Und dann hat einer mir mal gesagt aus Hamburg, ich kopiere das Buch. Oh Gott. Gott, habe ich gedacht. Also das geht ja echt zu weit. Und dann habe ich es doch noch mal auflegen lassen und noch einmal auflegen lassen hier in Kiel. Bei, sehen Sie ja, das ist hier gemacht bei, können Sie sehen, meine Zeit in Polen, nicht auf dem Schulhof, beim Ludwig Verlag in der Holtenauer Straße. Ah ja, in Kiel. Und der hat es ganz gut gemacht und so ist das Buch nochmal gekommen. Kommen wir jetzt nochmal zu diesem unglaublichen Ereignis nach 75 Jahren. Was da jetzt passiert ist. Also vor zwei Tagen. Mit dem Herbert, ne? Also ja, also wann fängt das eigentlich an? Das fing an durch, richtig, also ich bekomme von dem Verlag, von Ludwig Verlag, bekomme ich ein Schreiben, ist ganz kurz war aufgeschrieben worden, es sucht jemand den Herausgeber von dem Buch und auf dem Schulhof steht ein Apfelbaum. Und da haben die gesagt, dass, wer das ist, und dann sollte ich antworten. Und da stellt sich heraus, dass ein Mann, der, sein Vater in der Schule war. Und der hat das gelesen in irgendeiner Zeitschrift, dass es das gibt. Er hat wohl gegoogelt und hat festgestellt. Jetzt. Ja. Mhm. Und hat das rausgekriegt, dass ein Buch über die Zeit von mir erschienen ist. Ja. Und der nahm Kontakt zu mir auf und sagt, mein Vater war in der Schule, in dem Dorf und sie waren seine Lehrerin. Ach Gott, ja. Ich habe gedacht, das gibt es gar nicht. Nee. Das war so, das war glaube ich am 7. Juni jetzt in diesem Jahr. Ja. Das war ganz neu für mich. Und da habe ich gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Und er war genauso erregt. Er sagt, also ich habe so viel von meinem Vater über die Zeit gehört. Es war für ihn die wichtigste Zeit in seinem Leben. Sie haben ihn geformt, sie haben ihn gebildet. Und das alles hat er an mich weitergegeben. Ja. Ich möchte sie besuchen. Darf ich das? Dann sage ich, natürlich. Und dann haben wir angefangen zu sprechen und haben uns Mails geschickt. Er hat mir gesagt, wo er jetzt lebt und was er noch von seinem Vater weiß. Und so kam der Kontakt auf zu einem, der in meiner Schule unterrichtet wurde. Das war, und das war jetzt 75 Jahre? Und das war jetzt, ja, nein, schon länger, nicht? Ja, 75? Ja, richtig. 75? Ja. Und dann, also ich bin Mitglied gewesen in dem Klandernburger schon lange. Und der Chef heißt, na, wie heißt er jetzt? Jens Rannau. Richtig. Der hat mir gesagt, wenn ich irgendwas habe, würde er das die einladen und würde es offiziell machen in seinem Flandernbunker. Und dann hat er die eingeladen, den einmal den Bodo, der mir geschrieben hatte. Ja. Und Bodo hat gesagt, es lebt auch nochmal der jüngere Bruder. Also mein Vater war in der Schule bei ihm in Polen und auch der Bruder. Der eine war schon 14 und der Kleine war 10 Jahre. Und die sind alle eingeladen worden, kam erst zu mir. Und dann hat der Rönnau alle Leute eingeladen, waren 70, 80 Leute. Und das war da richtig ein Empfang. Und dann konnten diese von früher erzählen, wie sie bei mir in der Schule gewesen waren. Es war unglaublich. Der war sehr berührend, ne? Es war berührend. Die Leute waren auch berührt. Ja, das glaube ich. Es war unglaublich. Und die erzählt, wie sie mich empfunden haben. Sie sagten, es war ein Zuhause für mich. Sie wurden geschützt, weil sie mussten ja zu Hause schwer arbeiten auf dem Lande. Habe ich die Väter rausgeschickt, sage, erst kommen sie her und später zu ihnen. Also es war rührend. Glaube ich. Und das haben die also,
hat Herr Rönner wirklich gut gemacht. Schöne Veranstaltung. War eine tolle Sache, ja. Ja. Und jetzt kommt als Letztes, wenn ich das noch erzählen darf, eine Überraschung, die kam erst vor 2 Tagen. Das ist möglicherweise ein Highlight, oder? Das ist jetzt mein Highlight. Bitteschön. Und zwar brauche ich dazu nur aber diese kleine Geschichte. Ich war nur ganz glücklich, weil ich in meinem Buch geschrieben habe, dass alle Kinder im Januar 1945 umkamen. Dann kamen die russischen Armeen in mein Dorf und die haben dort gelagert, weil die Stadt Posen befestigt war. Und die haben dann lange gelebt und haben 200 Deutsche auf dem Schulhof umgebracht. Die wurden erschlagen und liegen auf dem Schulhof. Und ich bin ja oft wieder hingefahren und habe meine Schule besucht, hatte Kontakt mit dem polnischen Lehrer, hatte Freunde dort. Und ich habe diese polnischen Freunde, die bei mir den Haushalt gemacht haben, die habe ich betreut bis zu ihrem Lebensende. Ja. Ich habe also immer den positiven Kontakt zu meinem Dorf behalten. Und dann haben sie mir gesagt, als ich sie besuchte, dass auf dem Schulhof 200 Leichen liegen und ihre Kinder dazwischen sind. Ja. Und das habe ich an dem Buch am Ende geschrieben, über das Buch, dass meine Kinder also umgekommen sind. Und das hat mich unglaublich bedrückt. Ja. Ich habe fast geweint, weil ich das nicht ertragen konnte. Und jetzt bekomme ich erst jetzt in diesem Jahr diese Möglichkeit von Bodo, dass er sagt, mein Vater hat überlebt. Das war unglaublich. Ich habe fast geweint vor Freude. Ja. 2, die überlebt haben, mein Vater und mein Bruder, der kleine Bruder. Und dann habe ich natürlich Kontakt zu denen aufgenommen, zu dem Bodo und zu dem noch lebenden Herbert, der ist jetzt 82 Jahre alt. Und Herbert war also, wie wenn die Sonne aufgeht, glücklich, ja. Sie lieb und den Kontakt. Der hat erst gestern wieder angerufen und mir gesagt, was ich alles erzählen soll. Ja. Na, jedenfalls ist der Kontakt da und dann haben wir sie eingeladen. Das hat Jens Rönnau nachher gemacht. Und dann war eben dieser große Empfang in dem Flandernbunker. Und die haben selber erzählen können, Bodo und Herbert von früher. Und die haben gesagt, es war ein Zuhause bei unserer Lehrerin. Ja. Also rührend, wirklich eine rührende Geschichte. Und dann hat er mir gleich, weil er aus vom Lande kommt, der wohnt in Brandenburg, hat er mir von zu Hause, er hat so einen kleinen Bauernhof, eine gebratene Ente mitgebracht und so, verstehen Sie, damit ich auch was habe und so. Er hat bei mir gewohnt zu Hause. Also der Kontakt zu diesen beiden ist unglaublich geblieben. Ja. Aber jetzt kommt eine Geschichte, das ist also mein Highlight am heutigen. Vor 2 Tagen bekomme ich Post. Ja. Und das ist ein großer Umschlag. Ach, das ist noch ein Bild von Herbert, den könnt ihr reintun. Ja. Das ist Herbert, als er wiederkommt mit mir. Ja. Und die Kieler Nachrichten haben mir auch geholfen, weil sie das publiziert haben. Und dadurch waren dann viele Gäste gekommen, als Herbert da sich im Flandernbunker vorstellen konnte. Und vor 2 Tagen bekomme ich einen Brief, einen großen Umschlag von einer Waltraud Stöckmann. Und sie schreibt, liebe Ingelene, und zwar ist das noch, sind das 2 kleine Cousinen, zwei kleine Mädchen aus meiner Klasse. Waltraud war vielleicht 11 und die kleinere Erika war vielleicht 9 Jahre. Die wohnt gegenüber von Herbert und Horst, ja, von den Eltern. Ja. Und zwar war das so, die Mutter von Horst und Herbert hatte eine Schwester, und das waren deren Kinder, und die war mit 5, als die Kinder 5 waren, gestorben. Sie war eigentlich, waren hergezogen, damit sie ein bisschen auf die Kinder aufpasst. Mhm. Und der Vater von den beiden kleinen Mädchen war eingezogen im Krieg in Russland. Diese kleinen Mädchen waren in meiner Klasse, Waltraud und Erika. Und die Erika saß neben Herbert, hatte immer eine weiße Schleife im Haar, schwarze Haare, war sehr streng immer mit ihm, setzt sich hin, die war so ein bisschen puh. Und dann hat sie auch manchmal Buch dazwischen, damit er nicht von ihr abguckt. Ich sagte, das brauchst du nicht, dann lernt er auch was, wenn er abguckt. Das fand sie nicht gut. Also sie waren eine ganz selbstbewusste kleine Person. Und sie waren auf der anderen Seite. Und nun flüchtet die Mutter, also Else Gesswein, mit ihren beiden Söhnen, Horst und Herbert, und nimmt die Kinder nicht mit. Der Vater, der im Krieg ist, hat ihr das nie verziehen. Ja. Das wusste ich aber nicht. Ich wusste nur, dass sie verwandt sind. Sie bleiben bei der polnischen Haushälterin, die für sie aufpasst. Und ich habe das gar nicht so genau gewusst mit der Verwandtschaft. Diese polnische Haushälterin war Schneiderin. Und da war ich oft drin, weil sie mir Kleider näht, wenn ich Stoffe hatte. Die musste ich dann an meine Kinder verschenken.
Also ich war oft in dem Haus und habe auch nicht ganz, ich sagte immer, der Vater ist im Krieg. Naja, also passten Sie auf. Diese Frau passt bis zum Schluss auf diese Kinder auf. Ja. Und jetzt schreibt mir diese Waltraud einen Brief. Darf ich ganz kurz vorlesen oder ist jetzt Zeit zu Ende? Das sind 3 Seiten. Nein, ich kürze das auf die Hälfte. Gut. Also sie schreibt, sie hat von mir gehört, weil ich ihre Adresse hatte jetzt, habe ich ihr schon ein Buch hingeschickt und Bilder hingeschickt. Ja. Jetzt antwortet sie mir und sie schreibt, liebe Inge-Lene, vielen Dank für das Buch, deine Bilder und die Briefe. Es ist schön, dass du dich noch an so viele Einzelheiten erinnern kannst. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch jemand aus dieser Zeit kennenlernen würde, außer meinen Vettern Horst und Herbert. Also sie erinnert sich nicht mehr viel an Reichelsfelde. Meine Mutter ist leider sehr früh verstorben, als ich 5 Jahre alt war. Wir hatten eine Haushälterin. Sie hat meine Schwester und mich beim Einmarsch der russischen Truppen am Bahnhof in den Zug nach Berlin gesetzt. Im Zug waren viele deutsche Soldaten. Fahrkarten hatten wir nicht, brauchten wir auch nie vorzuzeigen. In Berlin wurden wir Kinder durch eine Organisation auf Familien verteilt. Erika und ich sind bei der Familie Holmig in Treuenbrietzen untergekommen. Doch diese Familie wurde die Betreuung und die Ernährung von 2 Kindern zu viel. Nachts war Erika plötzlich verschwunden und die hatten sie an eine andere Familie abgegeben. Ich wurde ebenfalls an eine alleinstehende Frau abgegeben. Diese Frau war sehr unfreundlich zu mir. Ich musste alle Arbeiten im Haushalt erledigen. Sie war nie damit zufrieden. Da habe ich eines Tages meine Sachen gepackt und habe sie verlassen. Und ich bin aus dem Haus geschlichen und mit dem Zug, natürlich wieder ohne Fahrkarte, ohne Geld, wurde aber jetzt kontrolliert. Und der Kontrolleur, dem sagte ich nur, ich habe keine Fahrkarte, kein Geld, nichts. Er nickte nur und sagte, ist okay und ließ mich weiterfahren. Sehr rührend. Ich bin wieder bei der Familie Heumig angekommen und erzählte, wie furchtbar das Leben bei der bösen Frau war, dass sie da auf keinen Fall wieder hingehen würde. Und ich bat und bettelte, dass sie wieder Erika und mich aufnimmt. Nach dem Kriegsende wurde dann über den Suchdienst mein Vater gefunden. Er hatte den Krieg überlebt und wohnte und arbeitet jetzt auf einem Bauernhof im Sauerland. Und jetzt wurden Erika und ich mit Schildern um den Hals versehen. Da stand nur unser Name und die Adresse unseres Vaters drauf. Und von der Bahnstation mussten wir noch 2 Kilometer laufen zu dem Bauernhof, wo unser Vater auch umgekommen war. Ich könnte sagen, das ist zu Ende. Die Bauernfamilie hatte jedoch selber keinen Platz. Und wir wurden jetzt von dem Pfarrer zu einem anderen Ort gebracht. Der hieß Auf dem Besten. Und dort wurde eine Familie gefunden, die uns herzlich aufnahm und es fehlte uns von hier an nichts. Wir wurden wie die eigenen Kinder aufgenommen und behandelt und unser Vater lebte in der Nachbarschaft. Jetzt heißt es alles, der letzte Satz sage ich noch, zu Horst hatte ich immer eine gute Adresse. Im Mai 1995 haben wir, Herbert und Horst, einen Ausflug nach Reichelsfelde gemacht, sind wir wieder rübergefahren. Wir erkannten sofort das Gebäude von der deutschen Schule und von der Bahnhof sofort wieder. Und wir sahen auch das Haus und den Stall, das Elternhaus von Horst und Herbert. Wir haben es nur von außen gesehen und haben auf dem Hof gesehen können. So viel von mir und das, woran ich mich noch erinnere. Dir noch viele schöne, gesunde Jahre, deine Waltraud. Wunderbar. Das war der Brief vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen? Vor 2 Tagen. Der kam für euch. Damit ihr das noch mitredet. Ja, das ein rührender Brief. Tolle Geschichte. Ja, könnte man fast weinen. Was Sie jetzt noch alle so viel erleben in Ihrem Alter, ne? Unglaublich. So, ja, zum Weinen schön. Ja, ich finde es schön. Und ich habe ihr schon wieder geschrieben, sie hat schon wieder angerufen, sie kommt bald her und so. Der Kontakt ist, wie wenn sie eine Mutter wiedergefunden hat. Und die Schule war ein Zuhause für sie. Ja, und ich habe sie gefördert und ich habe sie gepflegt. Das sagt Bodo ja. Bodo ist jetzt gerade in Griechenland, aber schreibt mir immer, er sagt, Sie haben meinen Vater gefördert, mein Vater hat mich gefördert. So sind wir auf einer Basis, sagt er. Schön, was Sie alles gemacht haben und viel Erfolg gehabt haben. Es ist auch schön, wenn Sie zurückdenken. Es kommt zurück, wenn man was gibt. Ganz genau. Okay. Frau Rodewald, ganz herzliches Gespräch mit Ihnen. Schön, dass Sie bei mir waren.
Und 22 habe ich schon notiert bei mir. Wenn sie dann 100 sind, dann sind sie wieder hier versprochen. Ja, na logisch, ich bin die Erste, die kommt. Ja, das meine ich doch wohl auch, die Erste, die zweimal kommt. Ja. Alles Gute wünsche ich Ihnen weiterhin. Bleiben Sie bloß gesund. Danke, das mache ich. Gib mir Mühe. Ja, und viel Spaß noch und alles Gute für Sie. Und schönen Dank nochmal, dass Sie da waren. Tschüss. Tschüss. Machen Sie es gut. War nett mit Ihnen. Danke. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder mit einer ganz interessanten Dame. In der nächsten Woche haben wir Rainer Maria Borchardt, ein Autor und ein wunderbarer Mann, ein Architekt und hat viele, viele Bücher über Kiel geschrieben und aber auch fotografiert und ist sehr bekannt und da freue ich mich natürlich auch drauf, genauso wie jetzt hier Frau Rodewald bei mir war und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten, genauso wie heute und sage schönen Dank und bis dahin, danke, tschüss.